Also ein Heizkörper wäre natürlich was Leckeres, ne? Oh, 50 Holz. Wait till you see the... 50 Holz! Ich hab erst 16! Wow. Nicht traurig sein. Ich mache euch das. Ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Wir müssen überleben. Das ist mein Zuhause. Brunsbüttel. Wie es leibt und lebt. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt unser Gebäude. Ja, okay. Ist an sich verständlich. Ne? Guck mal, wie sie da rumtingeln. Leute, ist euch nicht kalt? Kohlehaufen. Na also, ran an den Speck. Guck mal, wie sie da jetzt hintingeln. Schneller! 4 bis 6 Wochen später. So, nehmt euch jeder mal einen Brocken und dann auf nach Hause. Sogar einen ganzen Sack voll. Sehr gut. Charles, nice. Richard, hättest auch 2 Säcke nehmen können, so jung wie du bist. Auf jetzt! Wir sind jetzt echt rennen. Guck mal. Oh oh. Unzufriedenheit. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Wie geht denn das überhaupt? Also hier bauen, ne? Na klar. Eine mäßig isolierte Unterkunft, in der 10 Personen schlafen können. Ah ja, nice. Wie viele Leute habe ich? 80. Warum habe ich 80 Leute? Mach mal den Generator mal an, Leute. Achtung, 3, 2, 1, bumm. Und jetzt will ich nichts mehr hören. 80 Leute obdachlos? Ruht sich aus. Ah, kein Wunder. Ist aber auch echt kalt. Ich kann mir noch mal so einen heißen Tee. Frohes Schaffen, Leute. Ah. Nee, jetzt mal im Ernst, machen wir die Scheiße fertig hier. Die 10 sind drin. Okay. Da snack ich mal 3 Leute ab. Ihr holt das Holz. Was haben wir hier? Stahltrümmer. Da kommen die Trümmerfrauen zum Einsatz. Kann mal bitte jemand losgehen? Ich reiß die Häuser wieder ab. Haben die eigentlich was zu essen überhaupt? Jagdhütte. Ey, nicht bauen! Benötigt 12 Kohle, um die... Wo ist die Kohle? Leute, sammelt ihr nicht mehr? Seid ihr dumm? Kann da bitte jemand losgehen und die Leute... Oh nee, wie? Edith ist krank. Beste Trümmerfrau, die wir hatten. Ist das hier? Ah, wir haben noch etwa 19 Stück. Shit, shit, shit. Ich nehme an, dass das Stück heißt. Kritischer Engpass. Die Anzahl der Kranken steigt und wir haben noch nicht genug Materialien, um eine Sanitätsstation zu errichten. Gesetzbuch, aber sowas von auf. Notfallschicht. Manchmal müssen wir uns auf Kosten von allen anderen auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren. Oder sterben. Unterzeichnen. Scheiß auf die Unzufriedenheit. Well, we're fucked. Die hat's erkannt. Gut, ich habe jetzt gleich Holz. Und ich habe auch gleich Stahl. Und Kohle auch. Guck mal, da laufen sie schon. Da, die Florence, ganz vorne mit dabei, mit einem Sack auf dem Rücken. 3 Leute sind schon krank, ich werde nicht mehr. Ruht euch bitte mal aus jetzt. Hat er noch kein Zuhause oder was? Der schläft auf dem Boden. Ellie, kein Wunder, dass du krank bist. Läuft er wie von alleine. So, und jetzt mal noch so ein paar Zelte. Gönne ich euch auch obendrauf für die Arbeit. Aber dann haltet euch auch ran, bitte, ne? Also ein Heizkörper wäre natürlich was Leckeres, ne? Aber das hier auch. Ich brauche 50 Holz. Wait till you see the... 50 Holz. Ich habe erst 16. Oh, Brunsbüttel wächst und gedeiht. Schön. Ich soll Rohnahrung bereitstellen und ein Speisehaus bauen. Nichts leichter als das. Jagdhütte. Des Weiteren. Ein Speisehaus, für das ich kein Holz habe. Okay, Leute. Ein bisschen schneller, bitte. Ein bisschen schneller. Guck, wie sie das sammeln müssen. Das Holz liegt halt nicht auf dem Boden rum. Doch. Aggressiv, Alter. Schneller. Alter, schon 19 Leute. Stahltrümmer erschöpft. Fuck, Leute. Oh, oh. Vom versprochenen Schutzraum ist weit und breit nichts zu sehen. Die Einwohner sind bitter enttäuscht. Kriegt kein Essen jetzt. Hat er Pech gehabt. Wer sich so anstellt, braucht kein Essen zu erwarten. Hör auf, das zu bauen. Doch, baus lieber. Baus lieber. Bevor die Leute richtig abgewackt sind. Mache ich euch halt noch so ein Ding dahin. Sammelt halt mal mehr Holz. Wo ist denn noch Holz hier? Kohlehaufen. Kohlehaufen. Ich sehe nur Kohlehaufen die ganze Zeit. Ein Versprechen gebrochen, Alter. Sind wir hier im Kindergarten oder was? Der hat aber eigentlich gesagt, dass er das macht. Und dann hat er es doch nicht gemacht. Und dann war ich halt bäs. Jäger, könnt ihr bitte mal hier absolut krass an die Jagd gehen? Dankeschön. Guck mal, wie krass die aussehen. Der eine hat sogar ein Gewehr. Nice. Was ist denn jetzt schon wieder? Eine zerrissene Familie. Ach Gott. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut haben, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Speerteam anschließen, das wir losschicken. Sie denkt zur Eile. Wir tun, was wir können, Madame. Und zwar nichts. Ja, wie soll ich jetzt bitte schön noch Speer machen? Ich habe doch noch nicht meine... Ach so. Ach so! Da oben ist ja noch mehr. Angeblich haben 38 Leute Hunger. Ah, schon die Hunger. Ja, guck mal, da gehen sie sogar nachts. Vorbildlich. Wo geht ihr hin? Bye, have a beautiful time. Wo sind die jetzt hin? Ach, das waren die Jäger.
Klar, die gehen nachts jagen. Es ist schon dunkel, ne? Da sieht man nicht so gut. Was? Ach du Scheiße, ist es kalt. Oh nee, und jetzt müssen die arbeiten bei der Kälte? Ach gut. Es wird jeden Tag kälter. Ich hoffe, ich erfriere nicht im Dienst. Das hoffe ich auch, Thomas. Die sind aber auch so langsam, die Leute, ne? Hoffnung läuft bei uns. Essen sammeln ist schon gelaufen, oder was? Ja! Gott, haben wir viel Nahrung! 115! Baut die Station! Schnell! Leichte Frostbeulen. Ein Bewohner ist schwer erkrankt. Oh, um Gottes Willen. Einer unserer Leute ist schwer erkrankt. Diagnose Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin in derartiger Kälte arbeiten müssen, wird das... Friedhof. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Was wollt ihr von mir? Alles ist scheiße, da was? Was ist das hier? Zusatzstoffe. Mahlzeit mit Sägemehl. Komm, erfind die Suppe, du Affe. Warum steigt die Unzufriedenheit? Das Essen der Suppe mit Unzufriedenheit hervorruft. Mir mache ich nichts von. Ich mache euch gleich eine Kampfarena. Abkämpfe verringert die Unzufriedenheit. Ich glaube, mir fliegt gleich der Hut weg. Kinderheime oder Kinderarbeit? Kinderheime oder Kinderarbeit? Ran jetzt, Kinder. Nope. Wir arbeiten den ganzen Tag und jetzt müssen die Kinder auch noch ran. Ah ja, meine Güte. Stellen die sich an. Guck mal, da ist noch Stahl. Ja, gut, da müssen jetzt halt ein paar Kinder ran, ne? Ist ja... ist ja ungefährlich. Ist ja nur sammeln. Ist ja nur sammeln. Ist ja nur sammeln. Ist ja nur sammeln.